Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich habe mal eine Frage an dich. Bevor du jetzt dieses Video hier anschauen konntest, wenn du es mit dem Computer anschaust, was hast du vorher gemacht, damit du hier auf YouTube gehen konntest? Wenn du es auf deinem Handy, auf deinem Tablet, auf deinem iPhone anschaust, was hast du vorher gemacht, damit du es überhaupt anschauen konntest? Und zwar noch bevor du in die Suchleiste YouTube oder vielleicht meinen Namen eingegeben hast. Du hast deinen Computer gestartet, du hast ihn angemacht, du hast dein Handy gestartet, du hast auf die Starttaste gedrückt und hast es, um es in der Computersprache zu nutzen, hochgefahren, damit es betriebsbereit ist, damit es dir jetzt zum Beispiel dieses YouTube-Video zeigen kann. Und die Frage ist, und das möchte ich dir heute mit diesem Video mit auf den Weg geben, wie machst du dich morgens betriebsbereit, wenn du aufstehst? Gehst du erstmal ins Badezimmer, schaust dich ja gar nicht im Spiegel an oder wenn du dich im Spiegel anschaust, erstmal mit bewertenden Worten, dass du denkst, na, heute liegen die Haare nicht richtig oder Gott, wie schaue ich schon wieder aus und da ist schon wieder ein Fältchen dazugekommen. Oder schaust du dich eher liebevoll an? Schaust du dich überhaupt an im Spiegel? Ich möchte dich dazu einladen, ab morgen dich mal bewusst im Spiegel anzuschauen und mal so drei Dinge an dir zu suchen, die du schön findest. Such mal ganz bewusst Dinge an dir, die du schön findest. Und dann, um jetzt nochmal auf den Computer zurückzukommen oder auf dein Handy, auf dein Tablet, was du machst, damit diese betriebsbereit sind, machst du dich mal betriebsbereit, indem du vom Spiegel dich wirklich mal fest hinstellst, sodass du Kontakt zur Mutter Erde hast und dir selbst mal eine Umarmung schenkst und dich selbst mal wohlfühlst in deinen Armen und das einfach mal genießt für eine kurze Zeit. Wenn es nur eine halbe Minute ist, eine Minute ist noch besser, aber wenn es nur mal eine halbe Minute ist, umarm dich mal selbst und fühl dich mal wohl mit dir selbst. Und jetzt kommt die Betriebstemperatur zum Hochfahren. Dann gehst du hin, ich muss gerade mal etwas hochgehen, damit man das hier in der Kamera sieht. Dann klopfst du dir selbst auf dein Herzchakra, entweder mit den Fäusten oder einfach nur so mit den Händen und schenkst dir so selbst noch Energie. Du fährst dich selbst damit hoch und bringst dich einfach in eine gute Stimmung und wenn du magst, dann streck auch mal noch die Arme zum Schluss, schau nach oben, schenk dem Universum auch noch ein Lächeln und freu dich so auf den neuen Tag und begrüße den neuen Tag, der wie ein leeres Blatt vor dir liegt und aus dem du jetzt bei voller Betriebstemperatur heute noch das Beste machen kannst. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, danke für dein Interesse, für dein Dabeisein. Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Irmgard.